Heuer im Oktober kommt ja mit Pharao endlich wieder ein historisches Total War raus. Und da sollte ich als Geschichtsfan und begeisterter Strategiespieler ja eigentlich sofort die Sandalen schnüren und meinen Repesh herausholen. Tatsächlich war ich anfangs aber gar nicht so hyped. Denn erstens hatten wir mit Troy und im Prinzip auch mit Rome 2 und Attila zuletzt schon jede Menge Spiele in der Antike des Mittelmeers. Und zweitens warten wir doch eigentlich alle auf ein neues Medieval, vielleicht auch auf ein Empire oder ein neues Shogun. Die lassen aber auf sich warten und so habe ich mir Total War Pharao eben jetzt doch mal etwas genauer angesehen. Und bevor wir gleich in die Details einsteigen, nehme ich das Fazit schon mal vorne weg. Hinter Pharao steckt mehr als auf den ersten Blick vielleicht scheint. Gewissheit haben wir aber natürlich erst, sobald es spielbar ist. Total War Pharao wird von Creative Assembly Sofia entwickelt, also von dem Nebenstudio, das zuvor den Saga-Ableger Troy gemacht hat. Pharao soll aber kein weiterer Saga-Titel sein, sondern ein vollwertiges historisches Total War. Und das zeigt sich auch beim Preis von 60 Euro. In seiner Form erinnert das Spiel aber trotzdem an Troy und ein bisschen auch an Three Kingdoms. Denn erneut werden einzelne, sehr starke Anführer im Mittelpunkt stehen. This war is part of my legend. I will lead us into a new age. Pharao spielt am Ende der Bronzezeit, in dem eine relativ stabile Ära im Mittelmeerraum zu Ende geht und die ganze Region im Chaos versinkt. Eure Aufgabe wird es sein, sich im Niedergang zu behaupten und nach Möglichkeit die Abwärtsspirale aufzuhalten und ein neues goldenes Zeitalter einzuläuten. Die Prämisse ist also ganz ähnlich wie bei Total War Attila, in dem ihr es ja auch mit apokalyptischen Umwälzungen zu tun habt. Spielbar sind in Pharao allerdings nur drei Kulturen. Das mächtige und uralte Ägypten des Neuen Reichs. Hier nur kurz zur Einordnung. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die jüngsten Pyramiden schon mehrere Jahrhunderte alt sind und der große Ramses II. Gerade mal seit ungefähr 10 Jahren tot ist. Ihr spielt hier aber nicht einfach Ägypten als Ganzes, sondern übernehmt einen von 4 Thronanwärtern. Denn der aktuelle Pharao Merneptah ist alt und wird in absehbarer Zeit sterben. Zur Auswahl habt ihr den auserkorenen Thronfolger und militärisch geschickten Seti, seinen älteren Bruder Amenmesse, der als Vizekönig über das im heutigen Sudan gelegene Kusch herrscht, sowie deren mutmaßliche Schwester Tausret, die zwar kaum echten Anspruch, aber dafür die Intelligenz besitzt, um sich im aufkommenden Bürgerkrieg durchzusetzen. Die 4. Alternative ist der junge Ramses, der als General Merneptahs eigentlich überhaupt keine echte Legitimation besitzt, diesen Nachteil aber mit Geschick und Tatkraft wettmacht. In echt haben übrigens alle der genannten Personen kurzzeitig den Pharaonenthron bestiegen. Eine lange und erfolgreiche Herrschaft war am Ende allerdings nur Ramses beschieden. Und dieser Ramses III. Gilt auch als letzter großer Pharao Ägyptens. Die Karte des Spiels umfasst neben Ägypten auch noch Kanaan und Anatolien, also die Gebiete, in denen sich heute Staaten wie die Türkei, Israel, Syrien und der Libanon befinden. Zu dieser Zeit beherrschen die mächtigen Hethiter Anatolien und Teile Nordsyriens. Ihr spielt hier entweder Kurunta oder, man verzeihe mir, Supiluliuma. Beide waren wohl hethitische Großkönige, allzu viel weiß die Forschung über sie jedoch nicht. Die Hethiter befinden sich aufgrund multipler Krisen kurz vor dem Kollaps, sodass eine Kampagne aus ihrer Sicht vermutlich herausfordernd wird. Noch etwas schwieriger wird es wohl als einer von 2 Charakteren im Gebiet der Stadtstaaten von Kanaan, die seit jeher zwischen den Großmächten im Norden und Süden zerquetscht werden. Hier habt ihr den listigen Bai oder den leicht wahnsinnigen Irsu zur Auswahl. Irsu comes, loyal ducklings. He is a warty old crocodile with 1,000 scars. He brings chaos, anarchy, blood in the water. Waddle into my reach, ducklings. The old crocodile is coming! Jeder Charakter hat eigene Stärken und Schwächen und soll euren Spielstil ein Stück weit definieren.
Vor dem Kampagnenbeginn wählt ihr außerdem ein Vermächtnis aus, dem ihr nacheifern wollt. Das dient als eine Art zusätzliche Gewinnbedingung. Generell solltet ihr viele Möglichkeiten bekommen, die Kampagne nach euren Vorstellungen anzupassen und euch beispielsweise durch harsche Umweltbedingungen eine schwierige Herausforderung schaffen. Die Kampagne ist stärker in Bahnen gezwängt, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Total War Pharao kennt nämlich drei Phasen. Die Blütezeit zu Beginn des Spiels, in der ist die Lage noch recht ruhig, die Reiche prosperieren. Danach aber beginnt der Niedergang. Umweltkatastrophen wie Erdbeben, Dürren und Überflutungen häufen sich, außerdem beginnt das rätselhafte Seevolk mit Überfällen. Schließlich kommt es dann zum Kollaps, in dem das Ausmaß der Katastrophen noch einmal zunimmt. Dabei wird wohl auch der Untergang eurer Nachbarn die negative Gesamtentwicklung der Region beschleunigen. Um die Apokalypse der bronzezeitlichen Ordnung abzuwenden, müsst ihr verwüstete Provinzen wieder aufbauen und die Abwärtsspirale aufhalten. Ob ihr den Kollaps direkt abwenden könnt oder ob der auf jeden Fall kommt und ihr euch nur langsam wieder herausarbeiten kommt, ist noch nicht ganz klar. So oder so ist diese Art des Erzählens für ein historisches Total War eher ungewöhnlich. Meistens spielt ihr ja einfach nur ein Land und erobert die abgebildete Welt. Diese in der Spielmechanik verankerte Apokalypse nimmt übrigens auch in der Grafik biblische Ausmaße an. Denn wo am Anfang noch viel Sonnenschein und kräftige Farben dominieren, kommt mit dem Niedergang ein trister Dunst auf. Und in der Kollapsphase wird es zwar wieder etwas klarer, dafür aber deprimierend finster. In Ägypten geht die Abwärtsspirale, wie schon erwähnt, mit dem Tod des Pharaos und einem anschließenden Bürgerkrieg los. Um euren Anspruch auf den Thron durchzusetzen, müsst ihr mindestens eine heilige Stätte beherrschen und dann Legitimität ansammeln. Die erlangt ihr durch den Bau und Besitz von großen Monumenten, durch erfolgreiche Schlachten und eroberte Gebiete. Sobald dann der Rundentimer für die Nachfolge ausläuft, wird der Anwärter mit der höchsten Legitimität zum neuen Herrscher. In dem Moment bekommt ihr es mit der Innenpolitik des Hofes zu tun, habt aber auch deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten und unterschiedlichste Vorteile. Überhaupt gibt es in Pharao eine ganze Latte an möglichen Boni, die ihr durch diverse Systeme ansammelt. Zum Beispiel wählt ihr euch einen Gott zur Anbetung aus. Das gibt euch je nach Gottheit in drei Stufen unterschiedliche Boosts für eure Wirtschaft oder das Militär. Auch euer Anführer steuert Vorteile bei, die ihr durch die sogenannten Kompetenzen noch ausbaut. Durch Präsenz, Standhaftigkeit und Leidenschaft verleiht ihr euren Truppen sowohl auf der Kampagnenkarte als auch in den Echtzeitgefechten Kampfstärke und Bewegungsgeschwindigkeit. Außerdem erlaubt euch das gezielte Investieren in diese Kompetenzen das Freischalten und Ausrüsten von weiteren Titeln, die eurem Spielstil ein paar weitere Vorteile einbringen. Dann gibt es auch noch 5 verschiedene Kronen, die ihr durch Eroberungen erringt und auf eurem Haupt wortwörtlich aufstapelt. Auch die gewähren natürlich Boni. Und nein, das war immer noch nicht alles, sogar die Jahreszeiten der Nilschwämme, des Wachstums und der Ernte wirken sich aus. Zum Beispiel ist das Ausheben von Armeen in der Wachstumsphase besonders billig. Beim Krieg hat sich im Vergleich zu den Vorgängern wohl am wenigsten getan. Wann immer es zu Kämpfen kommt, taucht ihr wie gewohnt in eine Echtzeitschlacht ein und schlagt euch mit anderen Verbänden die Köpfe ein. Die Anführer sind ebenfalls immer mitten im Geschehen, können aber nicht sterben, sondern nur in die Flucht geschlagen werden. Welche Einheiten den General dabei als Leibwache umgeben, hängt jetzt von den Items ab, die ihr in dessen Charakterslot legt. Bei einem Speer wird der Anführer von Speerträgern umringt und dementsprechend gilt das gleiche Prinzip für Bogenschützen oder auch Streitwägen. Beim Thema Einheiten wird dann auch die Achillesferse von Total War Pharao ersichtlich. Denn die Bronzezeit bietet nicht allzu viel Abwechslung bei den Truppen, die nicht einmal optisch besonders beeindruckend sind. Da sind beispielsweise die erwähnten Streitwagen schon das höchste der Gefühle. Die Eintönigkeit dürfte sich wahrscheinlich vor allem zu Beginn der Kampagne bemerkbar machen, wenn die Ägypter mit ihren halbnackten Wüstenkämpfern auch noch gegeneinander im Bürgerkrieg ins Feld ziehen. Zumindest die plündernden Seevölker und die Hethiter bringen dann ein wenig Abwechslung rein. Um die Eintönigkeit bei den Truppen auszugleichen, gibt es immerhin ein ganz neues Wettersystem. Das wirkt sich auf der Kampagnenkarte aus, vor allem aber auch auf die Echtzeitschlachten.
Und dort kann es jetzt plötzlich zu Platzregen kommen, der den Boden verschlammt. Darin bleiben dann Streitwagen hängen und schwer gerüstete Soldaten werden langsamer. Bei Blitz und Donner leidet die Moral, bei Sandstürmen sinkt die Sicht und damit die Effektivität der Fernkämpfer. Ob das dann am Ende mehr als nur ein Gimmick ist und wir wirklich unsere Taktik darauf ausrichten, ist aber natürlich fraglich. Zwar heben die Entwickler dieses Feature stark hervor, andererseits wurden solche dynamischen Einflüsse schon in vielen Spielen versprochen und sind dann am Ende meist eine Enttäuschung. Etwas mehr traue ich da dem neuen Feuersystem zu. Steckt ihr Wälder oder Städte in Brand, breitet sich das Feuer jetzt aus und kann beispielsweise versteckte Truppen im Wald ausräuchern oder Einheiten den Rückzugsweg abschneiden. Allerdings hat das Zündeln auch Nachteile. In Städten etwa ist die lokale Bevölkerung gar nicht so sehr von einem neuen Herrscher begeistert, der zuvor ihre Häuser niedergebrannt hat. Und auch der Wiederaufbau wird dann ungleich teurer. Eine weitere echte Verbesserung sind die neuen Bewegungshaltungen. So könnt ihr Einheiten endlich einen geordneten Rückzug befehlen, bei dem die Soldaten rückwärts gehen, dabei aber weiterhin zum Feind gewandt bleiben. Dieses Feature ist schon so lange überfällig. Schließlich ist so etwas eigentlich Teil von vielen taktischen Manövern. Und bislang drehten die Einheiten einfach ihren Gegnern den Rücken zu und erlitten dadurch viel zu oft so hohen Moralschaden, dass an solche Manöver praktisch gar nicht zu denken war. Mit besseren Einheiten und durch die Forschung erweitert sich das Befehlsrepertoire dann beispielsweise noch um einen formationslosen Sturmangriff oder Speerwelle. Und auch optisch werden die Kämpfe aufpoliert. Zusätzliche Nahkampfanimationen sollen mehr Leben in die Schlacht bringen. Dem steht ein bunter Look entgegen, der ähnlich wie bei Troy und Three Kingdoms wieder einen leicht mythischen Touch hat. Auch dadurch könnte das Thema der Immersion die Community spalten. Schon allein der Fokus auf die Anführer erlaubt zwar etwas mehr Rollenspiel und Nahbarkeit, dafür geht ein bisschen das Gefühl verloren, eine Kultur oder eine Nation zu spielen und sie durch die Zeiten zu führen. Für die Verwaltung des eigenen Reichs hat sich Creative Assembly Sofia ein neues Außenpostensystem ausgedacht. Die Provinzen haben jetzt spezielle Bauslots für 7 verschiedene Typen von Außenposten. Auf diese Weise spezialisiert ihr eure Provinzen. Zum Beispiel stärkt ein Militärposten die Verteidigungsfähigkeit und macht in Grenzregionen Sinn. Ein administrativer Außenposten erleichtert dagegen die Logistik in Wüsten und reduziert den Verschleiß. Bei der Wirtschaft müsst ihr außerdem auf die Arbeitskraft in euren Provinzen achten, mit denen ihr neue Gebäude und Verbesserungen baut. Dazu kommt dann noch der ganz normale Handel mit euren Nachbarn, um Ressourcen einzutauschen. Wie immer bei komplexen Strategiespielen kommt es am Ende auf die Nuancen an. Stimmt die Balance in der Wirtschaft oder dem Militär nicht, fallen schnell mal ganze Systeme hinten runter und werden praktisch nutzlos. Genauso wichtig ist, dass die KI einen ordentlichen Gegner abgibt und nicht einfach nur zuguckt. Insgesamt macht Total War Pharaoh soweit einen guten Eindruck, lässt aber eben auch noch ein paar Fragen zur Qualität offen. Problematisch ist zum Beispiel der geringe geografische Umfang. Der lässt viele Fans eher an einen neuen Teil der Saga-Reihe denken und nicht so sehr an ein wirklich großes neues Vollpreis-Total War. Und da das auch für Creative Assembly Sofia das bislang größte Projekt ist, müssen die Bulgaren erst noch beweisen, dass sie mit so etwas klarkommen. Wie gut Pharaoh dann wirklich wird, werden wir sehen. Ansonsten hoffe ich jetzt aber, dass ihr genau wie ich ein bisschen mehr Lust auf Total War Pharaoh bekommen habt, denn da wartet im Oktober potenziell schon ein richtig gutes Strategiespiel auf uns. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.